Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Game Dev Tycoon mit mir BR143002. Wir haben jetzt in der letzten Folge unser schönes neues Büro bezogen. Wir sehen hier. Hier können wir wieder ein Angebot. Dann mache ich den Schlüssel. Ne, bringen wir nicht. Okay. Okay. Also mit Krankenhaussimulator haben wir Geschichte wohl geschrieben. Hätte ich ja persönlich nicht gedacht. Dass wir damit irgendwie so vorankommen. So, wir machen mal ein bisschen wieder forschen. Und zwar machen wir erstmal hier immer Regierungskram. Boah. Wir räumen hier gerade eine Menge ab hier. Das ist ja unnormal. So, du erforscht Musik. Du erforscht das hier. Und du erforscht einfach noch Militär. Erforschen die erstmal alle was. So. Ich weiß ja nicht, ob das was bringt, wenn ich jetzt hier. So, das ist alles für eine neue Engine. Mehrspieler, KI, Grafik, Spiele, Design, Zielgruppe, Casual. Wir müssen mal okay gucken, dass wir hier ordentlich dann Punkte sammeln. Wir konnten gerade nicht forschen. Warum auch immer. Also, uns sind jetzt 5 Punkte. Dann würde man sagen, gucken wir mal bei Auftragsarbeit einfach wieder. Hier waren es einfach. Wenn es nur um Forschungspunkte geht. Wir haben da definitiv auch wieder jemanden, der in Urlaub muss. Schicken. So. Drei Mann sind erstmal in den Urlaub. Thema, irgendein Thema, Strategie, Auftrag annehmen. Militär ist immer gut. Militärstrategie. Einfach mal Battle of Europa. Wir nehmen dazu unsere Spieler Engine 2. Nehmen das da. Derzeit anscheinend sind wir natürlich besonders angesagt zu sein. Ach, leck mich doch. So, wir haben Story Quests ist da. Story. Ja gut, eine Story in so einem Kriegsspiel eigentlich. Ey, das sind reine so ein Strategie bisschen, ne? Ja, gut. Machen wir einfach mal so. Machen wir so. Okay. Pass auf, die macht jetzt einfach mal alles hier. In dem Bereich. Wenn er jetzt nochmal ein paar Punkte kriegt.
Ist auch die einzige, die gerade da ist. So. Dialoge brauchen wir noch weniger. Von dazu setzen wir unseren Ruf. Aber die anderen sind halt noch im Urlaub. Die kommen jetzt gerade alle wieder. So. Ich will jetzt mal schauen, wie das Spiel steht, fertigstellen. Und die machen immer noch ein paar Punkte drin bringen. Aber jetzt definitiv. Battle of Europa! Jawohl, 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 das hört sich doch alle gut an. Experte erreiche einen neuen Watt Charakterlevel 5. Neuer Vorschlag Easter Eggs! Yay! Darauf wartet doch jeder! Auf Easter Eggs! Ach ja, das vergesse ich ja immer wieder hier. Ich würde am liebsten nächste loslegen hier und dann kommt immer diese Bewertung. Die ich immer am liebsten manchmal ja nicht sehen wollen würde. Wobei die jetzt noch halbwegs gut ist. Bis jetzt. Ich mag es. Wow. Hat seine Momente, zeigt Potenzial. Einzigartig, aber gut. So, hier würden wir direkt sagen, noch gleich nächste. Und zwar, was hatten wir jetzt in Need for Gas, können wir wieder machen. Ich glaube 4 war das jetzt schon, Need for Gas 4. Rennsport, Genre Simulation, Plattfilm. Na, warte da. Engine und so. Pass auf, wir schmeißen jetzt über immer Mainruf einfach. Weil die können erstmal so mitlaufen. So, wir haben Engine, wir haben das. Wir brauchen das überhaupt nicht. Bisher haben wir ein Rennspiel. Ach, scheiße, ich hab mir viel Pass an der Seite. Hätte ich bestimmt noch was ausmachen können. Ja, ja. Interessiert nie. Die Torgas 4 hat momentan überhaupt nicht so den Hype drauf. Dialoge und künstliche Intelligenz können wir dafür ein bisschen hochschrauben. Level Editor. Ah, das können wir eigentlich anlassen. Schleinen hier. Ich glaube nicht, dass da viel rauskommt. Okay, ein bisschen mehr als sonst. Aber wir sind bestimmt wieder nicht unter die Top 100. Wollen wir halten? Wieder nicht unter die Top 100 geschafft. Ich weiß das. Ist aber auch egal jetzt. Oh Gott, da sind aber viele Bugs jetzt drin. Einfach fertigstellen. Bevor die mir nachher noch sage, den Hype wegnehmen. Da ist ein hoher Hype darauf.
Ja, sieht doch ganz gut aus. Und gucken wir mal. Die VGAs verkauft sich da schon recht gut. Wir machen leider das nächste Spiel. Oder warte mal, vielleicht machen wir einfach mal einen Publisher-Auftrag wieder. Irgendein Thema, irgendein Genre. Oh, nee. Mit dem Thema. Superhelden. Genre. Puh, Rollenspiel machen wir einfach mal. Und. Jetzt einfach Superhelden fertig. Spielengine natürlich wieder unser. Grafik nehmen wir jetzt mal wieder in die. So, wir haben weniger Engine, dafür machen wir ein bisschen mehr Story-Quests drin. Hier speichert viel kann, das können wir lassen. Und zwar lassen wir jetzt einfach mal hier die Schwachen ein bisschen die Technik machen. Engine. Weißt du mal, du machst mal das. Damit du auch Technik ein bisschen hochkommst. Bitte auf Europa wurde jetzt vom Markt erst hin, ne? Forsch Multi General. So, du machst mal die Dialoge, die brauchen wir ein bisschen was drin. Künstliche Intelligenz können wir ein bisschen runterschreiben, das machst du mal ich. Du machst mal hier Design. Und das einfach mal. Spielerdesign definitiv. Forschungspunkte. Ja, leck mich doch. Fertigstellen, pack's dann raus. Ganz schnell, zack, fertig. Oh, da sind wieder zwei Level auf hier stehen. So, pass auf, jetzt geht's los hier. Jetzt machen wir erstmal Forschung und zwar. Wir fangen jetzt erstmal hier oben an. Fortsetzung, Crashville. Genau, Fortsetzung. Ach ja. Jeder liebt es. Mehr bitte. Wirklich großartig. Fast perfekt. Casual. Du erforscht bitte mal jetzt hier die Mehrspieler, oder? Ja, die Mehrspieler. Ne, bessere KI erforscht du jetzt einfach mal. So. Und du kannst eigentlich. Keine Ahnung. Na, du starrst forschen mal jetzt, aber wir keine Punkte mehr haben. Die ist immer so eine Sache mit die Punkte. Aber, mit Arbeiterliste. Das wird langsam. PlayStation 2.
So, Leute. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt einfach mal eine neue Spielengine entwickeln? Und zwar mit der Grafik. Nicht mal mit der. Spielertutorials Charakter, bessere Dialogerinnen, verbesserte KI, Tag- und Nachtzirkulus. Also wir können ja erstmal beide Grafiken eigentlich einstellen. Oder? Nö. Doch. Ach komm, machen wir beide. Beide Grafiken. Einfach hin und dann ist gut. So. Machen wir mal schnell noch die Engine fertig. Dann machen wir schon wieder Folgenende. Hat die da doch recht gut. Was? Okay, können wir ja mal machen. Die Xbox. Ah, jetzt lernen sie ein bisschen was dazu. Designtechnologie, Forschung. Durch diese PC-Geschichte gerade. Dafür bleibt meine Engine gerade ein bisschen auf der Strecke, aber okay. Na, pass auf, wir machen mal hier Folgenende und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Denn wir haben ja schon wieder 17 Minuten. Bis dann, ciao.